Thomas, du bist heute in den Vorstand des FC Wacker Innsbruck gewählt worden. Könntest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Dr. Thomas Kerle, bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck, seit 10 Jahren jetzt selbstständig. Bin verheiratet, zwei kleine Kinder, fußballbegeisterte Kinder. Und selber würde ich mich auch als fußballbegeistert bezeichnen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt heute da stehe und damit versuche mitzumachen. Was war also deine erste Erinnerung an Wacker Innsbruck? Bist du mit dem Verein aufgewachsen oder erst später dazugekommen? Ich bin mit dem Verein aufgewachsen, allerdings damals nicht unter Wacker Innsbruck, halt nicht unter dem Namen Wacker Innsbruck, aber im alten Tivoli-Stadion noch ein Nordtribünenbesucher als junger Mann und begeisterter Fan. Und ich sage, ich kann mich an das Spiel erinnern, wie das Admira Cup-Spiel vor allem sich reingeprägt hat für alle Zeiten und wie ein Wacker-Fan natürlich ein prägendes Spiel war. War Hansi Müller-Zeiten nur erlebt und Pippo Corosito und solche Sachen. Ja. In der heutigen Generalversammlung wurde auch die Ausgliederung der Kampfmannschaft beschlossen. Was bedeutet das für den Verein Wacker Innsbruck? Für den Verein Wacker Innsbruck bedeutet das, dass er den Anforderungen der Bundesliga nachkommt und vor allem den Anforderungen des Finanzamtes. Man hat diese Profiabteilung aus dem Verein auszugliedern, damit der gesamte Verein nicht seine Gemeinnützigkeit verliert. Und das wäre ja für einen Verein quasi, wenn er jetzt im gesamten Bereich, weil der Verein ja nicht nur aus Profimannschaft besteht, seine Gemeinnützigkeit verlieren würde. Und deshalb aus meiner Sicht ein unbedingt notwendiger und richtiger Schritt. Dann wünschen wir dir alles Gute zu deiner fast schon nordkoreanisch anmutenden Zustimmung zu deiner Wahl und wünschen dir frohes Schaffen für den FC Wacker Innsbruck. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.